Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Tomb Raider. Und zwar sind wir ja vor dem Tor hier stehen geblieben, welches wir im vorherigen Part geöffnet haben. Und ja, wir laufen dann einfach mal hier ganz genüsslich rein. Ich hoffe, hier kommen nicht irgendwie so fallende Messer oder sonst was. Waffe ziehen wir auch mal. Das sieht nach Springrätsel aus. Zumindest macht das irgendwie so den Anschein. Ja, egal. Ich glaube, wir können jetzt hier einfach mal reinlaufen, ohne dass irgendwas passieren wird. Ja. Wahrscheinlich hat sich jetzt hier die Tür geschlossen. Nee. Was hat das jetzt getan? Na toll. Na, gucken wir mal. Vielleicht kann die hier auch mit dem Seitwärtssalto. Aber auch nur gerade eben. So. Zack. Ja, zieh dich mal schön hoch. Aber was hat jetzt hier das Geräusch gemacht? Ein Hebel. Oh, toll. Aber auch wieder mehr als nur glücklich. Aha. Wo auch immer das jetzt war. Toll. Sonst ist hier ja nichts, ne? Hoffe ich mal. Ja, gut. Irgendwas macht hier immer Geräusche. Na egal. Gucken wir jetzt mal hier hinten, was es denn da so Schönes gibt. Oder eben auch nicht gibt. Da, der Weg ist also schon mal offen. Ja, lauf von mir aus gegen die Wand, ist mir eigentlich relativ egal. Okay, Wasser. Wow. Junge. Ah, ich glaube, wir kommen jetzt da aus, wo. Wobei, das kann ja eigentlich gar nicht dabei, ja, ein Schlüssel. Wir haben ja bisher noch keinen Schlüssel gefunden. Seltsam. Ein Medipack. Ja, nehmen wir das mal mit. War auf jeden Fall kein Secret oder sonst was. Schieben wir den Stein mal da raus. Gucken, was sich da so anbietet. Können wir jetzt hier noch irgendwas anderes machen, oder? Ja gut, jetzt müssen wir den ja rausziehen. Was anderes bleibt uns ja nicht. Und da hat man ja auch schon einen Weg gesehen. Also kein Problem. Trotzdem ziehen wir mal die Waffe. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Cool. Der uns so gesehen eigentlich gar nichts bringt. Außer dass er uns jetzt ja, die Möglichkeit gibt, den einen Weg da lang zu laufen. Beziehungsweise den Weg zu öffnen. Ja, das ist immer noch unten. Kein Problem. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich dann da wieder hochkam oder so. Weiß ich doch gar nicht mehr. Ach, da unten sind mal wieder Tiere. Welche Seltenheit. Auf der anderen Seite konnte ich auf jeden Fall schon mal sicher runter. Das weiß ich noch. Das Risiko will ich nicht eingehen, dann da gleich. Ah, jetzt ist der Typ schon mal wieder hier. Aua. Aua.
Warum kommt er eigentlich hier mal her und nervt einen? Na, jetzt vielleicht noch nicht. Hier war das, ne? Ja. Nicht auf den. Auf den brauchst du nicht zielen. Vergiss den. Nimm lieber den Gorilla. Ja, der stirbt auch irgendwann. Ja, geht doch. So, dann musste ich nur noch, ich glaube, hier lang. Und hier stand ja auch der spontane Löwe. Oder Tiger oder was auch immer. Irgendein Viech halt. Ja, wie ging dieses Rätsel jetzt nochmal? Ah, Tür ist noch offen. Wunderbar, was wollen wir mehr? Ah, stimmt, da war ja auch noch ein Speicherpunkt. Den kann ich dann ja auch in Anspruch nehmen. Und das gefällt mir. Das finde ich doch gut. Dann haben wir endlich auch mal gesichert und müssen nicht wieder hier Gefahr laufen, dass wir ja, so abstürzen. Da habe ich nämlich dann nicht so wirklich viel Lust drauf, dann nochmal alles von vorne zu machen. Ist zwar dann nicht mehr so viel, weil man weiß ja dann, wo man lang muss, aber unschön ist er trotzdem. So, wunderbar. Wollen wir auch mal hoffen, dass dieser komische Typ hier uns jetzt da nicht mehr weiter verfolgt. Und ich nehme hier mal noch das hier alles mal ein bisschen unter die Lupe. Guck mal, da haben wir auch schon mal wieder was. Ist zwar nichts Besonderes, nur wieder Schrotflintenmunition für unsere nicht vorhandene Schrotflinte. Aber da können wir auch langlaufen. Gut, hier liegt augenscheinlich nichts. Da können wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Das ist gut oder auch schlecht. Je nachdem, wie man es so nimmt. Ja, gut, dann gehen wir mal hier hoch. Da können wir runter. Die Kamera flippt so ein bisschen aus. Aber echt nur so ein ganz, ganz klein bisschen nur. Ja, wird schon hinhauen. Der Sprung. Ah, das passt schon. Das kriegt ihr hin. Sehr schön. Ohne große Probleme geschafft. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo war das denn? Das war, glaube ich, hier lang. Und dann trotzdem nochmal hier auf den Stein. So, da. Da ist der Vorsprung. Und gegriffen. Perfekt. Jetzt schnell in den Speicherpunkt, Platz, was auch immer, rennen. Na komm, löse aus. Sehr schön. Natürlich möchte ich überschreiben. Das möchte ich nicht verlieren hier. Jetzt können wir auch den rostigen Schlüssel benutzen. Der sofortig seine Wirkung zeigt. Ach Gottchen, ein Labyrinth. Ja. Hier geht's auch nicht lang. Und das gefällt mir nicht, dass hier wieder so ein böses Viech rumschwimmt. Ich will hier erstmal raus. Luft. Nein, du sollst. Ja, gut, dann halt da. Aua, aua, aua. Böses Viech. Ganz böses Viech. Sieht man das natürlich auch nicht. Mist. Was war das da? Okay. Schon so ein bisschen strange, aber na gut. Warum sieht man das Monster denn nie? Na komm, zeig dich noch mal. Das wäre nämlich, glaube ich, bedeutend einfacher, wenn wir das
ich einfach erschießen. Wobei das mit Sicherheit nicht so einfach sein wird. Nee, natürlich nicht. Aber schwimmen wir mal weiter. Hier oben haben wir nichts. Da hinten hat sich ein Tor geöffnet. Schwimmen wir mal ganz schnell rein. Warum wird das jetzt... Oh. Toll. Gut oder auch nicht. Wir haben das Level, das Kolosseum besiegt. Oder geschafft, besser gesagt. Haben 23 Gegner, 9 Gegenstände, 2 von 3 Geheimnissen. Das finde ich, ist mal wieder lobenswert, endlich mal ein paar Geheimnisse zu finden. Und haben dafür 35 Minuten und 17 Sekunden gebraucht. Na gut, ja. Ob das jetzt der richtige Weg war, ich habe keine Ahnung. Weil da hinten das Tor hat sich ja auch noch geöffnet. Ah, okay. Wir kommen hier also angetrieben. Und das dicke Tor schließt sich direkt. Gut oder auch nicht gut. Sehr schön. Haben wir jetzt hier mal wieder was Neues zum Erkunden. Ich finde es nur irgendwie komisch, dass wir noch keine einzige Waffe gefunden haben. Okay, da können wir runter ohne Probleme. Ohne dass irgendein Stein auf uns drauf fällt. Oh, wie schön. Okay, hier geht's also schon mal nicht lang. Aber wir wissen, hier ist ein Garten. Gehen wir mal jetzt hier den Seitenweg lang. Wow. So habe ich jetzt eigentlich volle Energie. Ah, sehr schön. Blödes Krokodil. Nun gut, wie dem auch sei. Wir laufen erstmal hier lang. Oben können wir gleich lang. Gleich nachdem wir hier die Runde abgeschlossen haben. Da kann ich ohne Probleme lang. Muss man ja auch immer darauf aufpassen, dass hier nicht irgendwas passiert, was einem so ja überhaupt nicht schmeckt. Oh je, ich sehe schon das Level, das wird sehr verwinkelt. Aber hier liegt auch mal nix rum. Oder? Ne. Hey, das ist so deprimierend, aber da kann man hoch. Das probiere ich jetzt zumindest mal. Hier kann man auch lang. Okay, ja. Hielt sich so in Grenzen. Da kann man sich doch langhangeln. Aber bestimmt nicht hier irgendwie. Na gut, aber auf jeden Fall kann man sich da oben langhangeln. Und hier ist einfach nix. Weil guck, da oben. Ja, da kommt man auf jeden Fall lang. Okay. Liegt hier was? Ah, natürlich nicht. Wow, 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 wow. Direkt zwei. Hüpfen wir mal wild durch die Gegend. Ja, gut. Das verrückte Hüpfen hat's gebracht. Die Tiere sind so aus dem Konzept gebracht worden. Aber da kam da gerade noch ein Geräusch. Hier brennt irgendwo irgendwas. Voll die Plage.
Ja gut, was sich da hinten befindet, das sehen wir im nächsten Part. Von daher sage ich mal bis später. Der Pump.